Willkommen in unserer neuen Schmiede. Hallo, mein Name ist Simeon Klatt. Ich bin einer der Hausmeister hier mit dem Erwin zusammen. Und wir haben die letzten Wochen hier eine neue Schmiede geschaffen, da wir einfach gemerkt haben, dass in der alten Schmiede nicht genug Platz ist. Und da wir eben jetzt bei jedem Wetter auch schmieden wollen. Dadurch haben wir hier mit dem Simon Laue zusammen einen neuen Schmiedetisch hergestellt. Ja, diese Schmiede, sie ist ein Symbol für das, was uns wichtig ist, nämlich, dass wir altes Handwerk vermitteln für Väter und Mütter, die mit ihren Töchtern und Söhnen was schmieden wollen, aber auch Kinder und Jugendgruppen, die sich hier bei uns aufhalten, dass sie altes Handwerk ausprobieren können. Und das ist wirklich wesentlich, dass man noch was mit den Händen macht. Nicht nur mit der Mausfinger, sondern auch ganz praktisch, und am Ende des Tages ein Produkt hat, was einen im Alltag begleiten kann. Es gibt verschiedene Dinge, die wir hier mit Kindern schmieden. Die meisten wollen gleich ein Schwert schmieden, aber es ist ja einfach toll, erstmal zu lernen, wie es geht, Metall zu verformen. Und dann ist es natürlich toll, mit Kindern auch Schmuckstücke zu machen, wie zum Beispiel diese Blätter hier oder so ein Umhängerkringel, Namensschildchen, also wo dann der Name der Liebsten draufsteht. Oder wir machen auch Estron, eine Gabel zum Essen. Auch das bieten wir an, das ist die Möglichkeit hier. Jetzt ist die Schmiede eigentlich fertig. Wir könnten starten mit dem Programm. Damit die Schmiede jetzt auch im Sommer aktiviert werden können, brauchen wir einen neuen Schornstein, weil der alte eben nicht funktioniert, da wir einfach zu viele Essen mittlerweile haben, die unter einer Haube kommen. Hier ist das folgende Problem. Wir haben hier einen neuen Schornstein eingebaut. Dadurch, dass der aber einen Knick hat und eine zu lange Fläche hat, die horizontal ist, schafft es der Schornstein nicht, den ganzen Rauch zu verarbeiten. Und dazu müssen wir eben durch die Decke stoßen mit einem Edelstahlrohr. Und wir brauchen eben Brandschutzabstände auch, die natürlich mit hohen Kosten verbunden sind. Und deswegen rufen wir euch auf, wir brauchen 1800 Euro, um das neue Abgassystem einzubauen. Es ist natürlich super, wenn sich Leute finden, die bereit sind, in dieser finanziell knappen Zeit uns einen Schornstein zu finanzieren. Damit unterstützt ihr unsere Arbeit und vor allen Dingen auch dieses coole Schmiedeprojekt hier. Wer also sich vorstellen kann, da für uns eine Unterstützung zu geben, das wäre eine sehr kostbare Sache, weil wir wirklich bald hier anfangen wollen, auch wieder mit Leuten zu arbeiten.